Anna Schütz hat es geschafft. Seit 2015 spielt die heute 31-jährige Berlinerin in der deutschen Nationalmannschaft für Powerchair-Hockey. Einmal im Monat wird in Lahlendorf bei Güstrow trainiert. Dort ist Anna Schütz Mitglied im hiesigen Verein Nording Bulls, der in der ersten Bundesliga unterwegs ist. Auf Annas Konto als Nationalspielerin gehen Trophäen der Extraklasse. Also ich war mit der Mannschaft zusammen bei der Europameisterschaft 2016. Da haben wir den 3. Platz gemacht. Und jetzt im letzten Jahr, 2018, war die Weltmeisterschaft in Italien. Da haben wir den 4. gemacht. Seit ihrer Geburt leidet Anna Schütz an einer komplexen Muskeldystrophie und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Allerdings bevorzugt sie ein ganz spezielles Gefährt, ein Hochgeschwindigkeitsmodell für den Hallensport. Alles begann 2004. Damals hätte sie aber noch nicht einmal träumen können, solch einen Ferrari zu fahren. Das war erst ein Hobby. Während der Ausbildung gab es am Nachmittag Arbeitsgemeinschaften, die man machen konnte. Und da gab es halt E-Hockey als Möglichkeit. Und dann hat mein Freund mich gefragt, ob ich mitspielen möchte, und dann habe ich mitgespielt. Selbst wenn der Körper nicht immer mitzieht, beim Powerchair-Hockey steht vor allem eine mentale Leistung im Vordergrund. Auf der europäischen Platte wird mit hoher Geschwindigkeit gespielt. Dies verlangt den Sportlern schon einiges ab. Man braucht Reaktionsvermögen natürlich und Spielverständnis. Man muss die einzelnen Bewegungen schon vorausschauen können vom Gegenspieler. Und na, dann muss man teamfähig sein natürlich und die Taktiken erkennen und ausüben. Anna Schütz ist es gewohnt, mit ihrer körperlichen Schwäche sportlich umzugehen. Ihr Alltag steckt ohnehin voller Herausforderungen. Hochleistungssport bringt aber auch weitere mit sich. Allein die langen Fahrten sind immer eine ziemliche Mutprobe. Doch auch Niederlagen kann Anna Schütz inzwischen gut meistern. Ich bin gern erstmal den ersten Moment für mich alleine. Und später besprechen wir im Team natürlich, was man vielleicht hätte besser machen können, woran es gelegen haben könnte. Und dann muss man das zusammen aufarbeiten. Aber ich glaube, jeder Sportler macht es für sich persönlich mit sich selbst aus. 6 Assistenten gehören zu ihrem persönlichen Begleitungsteam als Nationalspielerin, vom Physiotherapeuten bis hin zum Rollstuhltechniker. Anna Schütz will sie alle nicht enttäuschen, ebenso ihre Familie, Freunde und Fans. Deshalb kämpft sie Tag für Tag, im Leben wie auch auf dem Spielfeld. Und man kommt weiter im Sport, man ist ja natürlich auch ehrgeizig, möchte mit seinem Team das Bestmögliche erreichen, und dafür stehe ich auf. Also das macht mir Spaß und wir kämpfen zusammen und wir verlieren zusammen. Eine weitere Leidenschaft von Anna Schütz ist nur einem engen Vertrautenkreis bekannt. Die Nationalspielerin kocht gerne und am Herd ist sie genauso gut wie bei den Europameisterschaften.